Naja, vielleicht hat das Phantasma einer Sadhguru ja recht. Und es wird noch eine weitere Evolutionsgeneration nach Buddha geben, die zunächst ihre Dissipationszeit ein wenig ausdehnen können, damit sie längere Zeit des Begreifens zur Verfügung ihnen steht, bevor es zum endgültigen Abschluss wiederkommt. Und diese dann ein Speichermedium, eine Fortsetzungs- und Aufbewahrungsmöglichkeit finden, trotz radikalen Verlusts und trotz notwendigen Wiederkehr müssen in das Urmatsch zurück, in das Urkaiprasma zurück und Auslöschung aller körperlichen Matrix und Basis dafür, dass sie also einen kybernetischen Erinnerungsspeicher, eine Festplatte erfinden, die nicht nur die Epigenetik und den genetischen Code transponieren, lässt sich schon heute absehen, dass das bald möglich sein wird, dass man da reinpfuscht, und zwar tiefgreifend, sondern tatsächlich einen Vorgang, das individuelle, subjektive Erleben und Erleiden und Empfinden abzuspeichern. Aber stellen Sie sich mal vor, wenn das wirklich möglich wäre und weil das, ich glaube, das ist der Film Minority Report, tatsächlich visualisierbar wäre, wie ich wirklich empfinde mit allen Sinneseigenschaften, zudem noch ausgestattet dem Geruch, dem Geschmack, dem Gespür, dem Schmerz, also der Fühlebene und nicht nur der Wahrnehmungsdenkebene. Das würde sich dann auf einen Bildschirm werfen lassen, dann würden die Menschen ja tatsächlich sich verstehen und nachempfinden, was in einem anderen ist, oder noch schrecklicher, der Mensch selbst würde verstehen, was in ihm selbst ist, da er zum ersten Mal sein eigenes, vorher ihm rätselhaft vorkommendes Empfinden und Wahrnehmen reflexiv erneut anschauen könnte. Stellen sich diese Verwicklungen vor. Das wäre jedenfalls wiederum die Frage, ob das ein Fortschritt oder eine zunehmende fatale Emanation bedeuten würde. Und wir hatten dieses Phantasma schon einmal, dass wir uns vorstellten, nehmen wir an, wir könnten uns selbst klonieren und nicht nur unseren Körper, sondern eben unser ganzes Erleben, und man würde dann vielleicht 30, 40 oder 50 Jahre alt sein, und nachdem das Klonierungsprodukt seiner selbst etwa das Mannesalter erreicht hätte, mit 20 Jahren, wie könnten die sich austauschen, oder wie könnten diese Zwillinge des Geistes überhaupt überprüfen, ob das, was ihnen als Déjà-vu da entgegenkommt. Punkt, 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 wir haben gar keine Lust, das bis zu Ende zu denken. Dazu müsste es eine Metasprache geben, die überprüft, ob das, was ich empfinde, denke oder bin, auch wirklich ich selbst gewesen sein könnte in der Vergangenheit oder Zukunft.